So, hi, da wären wir auch schon wieder mit Final Fantasy V. Und ja, wir haben immer noch einiges zu tun in der Welt von Galuf, habe ich gehört. Wir haben im letzten Part, haben wir das Dorf der Werwölfe direkt unter uns auf der Karte. Der gelbe Punkt, wenn ihr den gut sehen könnt, haben wir hinter uns gelassen, um hier ins Winddrachental zu gehen, um hier nach Drachengras zu suchen, das wir brauchen, um den Winddrachen von Galuf zu haben. Okay, ein Fragezeichen-Gegner. Okay, tschüss. Um den Winddrachen in Galufs Palast zu heilen. Und mal sehen, ob das so klappen wird. Ob wir überhaupt hier Drachengras finden, womit wir den heilen können. Und ob der Winddrache überhaupt so lange durchhält. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, warum ist der denn so, also warum... Ich sollte mich auf eine Sache konzentrieren eventuell. Was ist denn so schlimm bei dem Winddrachen, dass er so, in so schlimmen Umständen ist, sagen wir es einfach mal so. Die Sache ist die, er hat eventuell unsere Heldengruppe aus dem Mokri-Wald gerettet und hat sich dabei sehr verausgabt. Okay, ja, ich wollte dich eigentlich analysieren, aber wenn du nicht mehr willst, dann ja. Und angeblich sollen hier gar keine Drachen mehr am Leben sein. Also zumindest... Also es kommt halt drauf an, ob man so einen Zombie-Drache als am Leben bezeichnet, aber prinzipiell... ist der es ja dann noch. Oh, den Vogel haben wir aus Versehen geheilt. Ups. Den Vogel haben wir auch... nicht aus Versehen getötet. Nicht ups. Obwohl, ich hätte eigentlich auch nur Gallo fallen können. Naja, jetzt auch egal. Aber ich könnte das Ding da eigentlich mal mittlerweile analysieren. Ein Volltreffer auf Gallo. Der tut weh. Analysieren wir das Ding mal, weil ich glaube, eine Schwäche hier zu wissen, gerade weil die Dinger so tanky sind, wäre natürlich schon sehr praktisch. Anfällig für Feuer. Na denne. Wir haben nicht nur einen Jagdbogen, sondern auch einen Feuerbogen. Dann schieß mal drauf. Bares. Die Zara-Walzer ist MP-Clown. Oh, warte mal, wieso hat Lena gerade einen Großteil ihrer MP verloren dadurch? Ich habe das Gefühl, wir sollten das eventuell nicht mehr tun. So, Barz hat Lernen gemeistert. Ah. Jetzt können wir dann also, Blaumagie von unseren Gegnern lernen. Aber muss ich das dann jetzt als Fähigkeit... Ja, ich muss es ausrüsten. Ugh. Das heißt, wir haben dann... Wir hätten dann für die Zwischenzeit keine Heals. Das, obwohl, nee, warte mal. Das muss man ja nicht so machen. Weil wir können ja auch einfach Barts Beruf jetzt wieder zum Weißmagier ändern. Und dann kann er einfach hier Lernen auf seinem zweiten Slot bekommen. Bekommt den guten Heilerstab, womit er dann gleich vermutlich Gallo verprügelt. Nee, aber ich glaube, ich weiß, was da bei Lena passiert ist, weil es sind ja Zombie-Drachen. Und Zombies, so in JRPGs, sind ja meistens die Gegner, die, wenn sie geheilt werden, Damage bekommen. Das heißt, wenn man ihnen praktisch... Oh, habe ich ihm nicht Lernen gegeben? Das heißt, wenn man versucht, ihnen MP auszusaugen, kriegen sie stattdessen MP, weil die in ja ein Zombie sind und bei denen alles umgekehrt ist. I guess. Ergibt das Sinn? Hat das nur in meinem Kopf Sinn ergeben? Ah doch, er hat Lernen jetzt dabei. Okay, ist nicht schlecht. Aber das ist jetzt natürlich auch echt blöd, wenn deine Schwarzmagierin dann halt jetzt gar keine MP mehr hat. Vor allem, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Das ist mir halt gerade erst aufgefallen und dann war es schon zu spät, als ich gesehen... Ich hatte mich schon so gewundert, wieso hat Lena denn so wenig MP? Ah, habe ich wohl vergessen, mich zu heilen. War mein Gedanke. Es war nicht die Antwort.
Nämlich dieser bizarre Walzer, der hat uns da vor Probleme gestellt. Nur mal so aus Interesse. Wenn ich dich heilen will, dann kriegst du Schaden, okay. Ich habe jetzt nur aus Versehen beide getargetet, obviously. Mach mal auf den Kollegen da hinten, du auf den hier. Verführerischer Tango, okay. Giftschaden erlitten, ja, das sehen wir ungerne. Aber natürlich ist hier an der Stelle Lenas MP-Situation alles andere als optimal. Generell gibt es hier viele Gegner, die irgendwie die MP... warte, nein. Das ist schlecht, ja. Weil der Effekt hier umgekehrt wird. Ah. Ich glaube, wir sind uns in einer Hinsicht einig. Wir müssen... Lena darf jetzt nicht mehr weiter Tänzerin sein. Weil das Risiko, dass sie sich damit selbst Ressourcen nimmt, ist einfach viel zu hoch. Wie ihr vielleicht merkt, so ein bisschen. Generell dieser Berg hier läuft überhaupt nicht gerade. Oh mein. Könnt ihr mal treffen? Das kann doch hier nicht wahr sein. Treff bitte. Danke. Dann ist das Ding endlich auch mal down. Ja, dann heile ich selbst mit Poisona. Poisona 5 soll besonders gut sein, habe ich gehört. Haben mir Leute gesagt. Ja, ich konnte den Witz nicht bringen. Wir wissen es alle. Also die Sache ist, wir brauchen mit ihr eh keine MP mehr gerade. Was haben wir denn so an Magiersachen, die nicht wirklich MP brauchen? Alchemist haben wir und bei Alchemist können wir theoretisch ja Singen dazu nehmen. Dann wird sie jetzt nicht furchtbar effektiv sein, aber das ist wenigstens schön MP sparend und das brauchen wir gerade, weil sie hat keine MP mehr. Giftadler, ach wie nett. Was haben wir denn hier? Bewirkt. Konfus hält alle Gegner für einen Moment an. Das wollen wir doch mitnehmen, oder? Hau mal bitte auf Garluft drauf, danke. Und du holst dir mal wieder deinen schönen Jagdbogen, Fares. Ah, sehr schön. So wollten wir das doch sehen. Ich denke, das hier ist momentan die beste Kombination, mit der wir gehen können. Und dann muss ich halt auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich meine Charaktere, also bis auf Garluf, sehr divers gelevelt habe. So mit ihren Berufen und allem. Oh, ich finde diese Gegner hier aber sehr trippy, muss ich sagen. Die gleiche Wirkung wie hast, ja, nehmen wir mal mit, denke ich mal. Analysieren wir mal den guten Knochendrachen, weil er sieht irgendwie nicht so ganz ungefälscht aus und hat, by the way, dasselbe Model wie der, hier. Tyrannosaurus aus... Warte, Schwertanz? Wo kommt jetzt der Schwert... Ah, weil ich das Tänzermesser habe, kommt da manchmal ein Tanz raus. Verstehe. Hat dasselbe Model wie der Tyrannosaurus, der... mit dem wir nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, sagen wir es mal so. Ah, und Lena hat gerade wieder MP dazu bekommen. Machen wir einfach wieder einen Angriff. Der gute Jitterbug, das ist auch... Nee, das ist Leben klauen, nicht MP klauen. Aber weil das ein Skelett ist, läuft das hier... weil es hier untot ist, läuft es hier anders. Yay. Oh, okay, Garluf. Garluf macht einfach mal wieder sein Ding. Er macht sein Ding.
Egal, was die anderen sagen. Irgendwie konnte ich das gerade nicht verkneifen. Und ich weiß, das war bestimmt eine total furchtbare Udo Lindenberg-Imitation, aber hey. Oh, diese Gegnergruppe hier ist scary as hell. Hilfe, ihr müsst mir helfen! Warte, das kommt vom Golem? Das ist interessant. Dann mach mal hier Stopp mal für eine Runde. Natürlich hat's die beiden verfehlt. Ach, come on, Galo. Das kannst du besser. Quertanz. Yes, das ist genau das, was ich sehen will. Gut so, weiter so. Vampir? Das ist nicht nett. Ey, wir wollen den Golem da... No! Verdammt, jetzt will ich wissen, was passiert, wenn man den Golem da tatsächlich rettet. Ich habe das Gefühl, ich werde das direkt nach dem Part mal eine Runde googeln. Weil irgendwie... I don't know, ich bin halt neugierig. Ja, Galof Haus kaputt, weil... Das ist gerade unangenehm. Und je nachdem, wenn ich die Sache nicht will, werde ich dann einfach... keine Ahnung, entweder offstream wollte ich vor allem schon sagen, außerhalb des Parts oder im Part, das hier nochmal alles wieder machen. Giftadler und Trippy. Tschüss, Giftadler. Wird jetzt nicht mehr so trippy mit dir. Und auch tschüss, Trippy. Wir werden euch definitiv nicht vermissen. Anyway. Oh. Hier ist eine nette Tür. Die führt bestimmt zu nichts Unheilvollem. Ah. Schon wieder ein Zombie-Drache. Und irgendwie hat mein Kopf gerade wieder dieses Lied angestimmt von What's in your head? Ihr kennt's. Da, wo jeder immer Zombie früher verstanden hat. Nee, warte. Zombie ist der richtige Titel. Nur... Im Radio waren früher immer solche Sachen wie... Oh, ich verstehe da immer Zahnweh. Das ist auch so eine Sache... Jetzt, wo die Leute mittlerweile wesentlich besser Englisch können... funktionieren diese Clips, die vorher im Radio dann immer gelaufen sind... Oder in anderen Medien, sag ich jetzt einfach mal... Von so... Oh, dieser Song klingt aber so, als würden sie das und das sagen. Die funktionieren halt einfach nicht mehr. Weil man versteht halt irgendwie meistens dann doch das Richtige. Oder geht das nur mir so, weil... Oder eine ganz andere Frage. Könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, dass das irgendwie... im Radio lief, weil Radio ist ja jetzt auch nicht so das neueste Genre. Und ich bin jetzt auch nicht mehr, sage ich jetzt mal, in meinen Teens, also. Es ist für mich immer noch so ein ungewohntes Gefühl, dass manche Leute einfach zu jung sind, um das zu kennen, was ich kenne. Das ist irgendwie... Ich habe mich immer noch nicht an das Gefühl gewöhnt und das mit Mitte 20. Gibt auch Schlimmeres. Aber ich habe das Gefühl, das wird über die Jahre nicht besser, dieses Gefühl. Und da muss ich halt noch sagen,
Das wird bei mir noch dadurch verstärkt, dass ich durch meinen älteren Bruder natürlich auch einfach mehr mitbekommen habe, was ich sonst vielleicht nicht mehr hätte mitbekommen. Einfach weil der... Weil die 3 Jahre machen dann an so einer Stelle schon ein bisschen Unterschied. Warte, der ist jetzt schon down? Okay, nehme ich. Hypnokrone und das Windschwert. Ein Windschwert? Was ist denn ein Windschwert? Ein Hypnokrone ist bestimmt ein Accessoire. Nein, ist ein Helm. Verbessert die Magie und die Magieabwehr. Geht bei ihr die Stärke runter, aber der Rest geht eigentlich so weit hoch. Wie sieht's denn bei Barts aus? Okay, aber das Ding ist schwer. Und wenn ich den Gewichtsstat in dem Spiel hier richtig verstehe, dann sorgt er dafür, dass man sehr viel langsamer ist. Deswegen weiß ich nicht, ob es das wert ist, um ehrlich zu sein. Ich meine, die Stats sind zwar schön und gut, ne? Aber irgendwie weiß nicht. Ein Katana, das auch unter dem Namen Kama Itachi bekannt ist. Der windbasierte Magie. Hm. Okay. Nehmen wir mal mit, I guess. 2 Knochendrachen. Ich wette, ihr Humor ist knochentrocken. So furchtbar war der Witz auch nicht, dass du Bart fast töten musst. Überall diese Kritiker. Furchtbar heutzutage. Komm, heil Bart's mal. Wozu habe ich denn die Pharmakologie? Dass man damit ein paar tausend heilen kann, ist so ridiculous. Ich werde mir jeglichen Kommentar über darüber, wie dieser eine Angriff gerade hieß, verkneifen, okay? Diese Kommentare waren zu, sage ich jetzt mal, die sind unter meinem Niveau. Und ja, es gibt tatsächlich Kommentare, die unter meinem Niveau sind, ob man es glaubt oder nicht. Und der will ich die ganze Zeit selbst mit dem Knochen abwerfen. Ich meine, you do you, I guess. Galuf doch nicht den, den wir gecharmt haben. Ich ist gerade ein bisschen blöd. Welche... machen wir mal das Kraftkoral. Hätten wir, wenn schon, eher am Anfang des Kampfs machen sollen, aber... Nee. Besser spät als nie, I guess. So, das sollte jetzt aber reichen, oder? Und die Sache ist, dadurch, dass ich jetzt wieder Gegner mit dem Heilstab angreift, weiß ich, dass ich nachher auch noch bei Gegnern machen werde, wo ich nicht tun sollte. Weil... Ich meine, wir kennen das an diesem Punkt sehr gut. Meine Geschichte mit dem Heilstab ist ja so ein bisschen ein Running Gag hier in dem Let's Play, also. Ja. Aber hey, gibt auch Schlimmeres, ist das nicht wahr? Zum Beispiel gerade an der die ganzen Sachen da abzubekommen, die wir auf den Zombie-Drachen werfen. Und dann... Man greift ihn mit Feuerpfeilen an, man greift ihn mit allem an. Und was tötet ihn dann? Der Heilstab. Auch interessant. Oh, wir hätten Barts eigentlich nach hinten stellen können. Naja, jetzt auch egal. Wechseln wir dann wieder mal die Berufe. Oder zumindest den sekundären Beruf. Von Lena. Wohl Schwarzmagie ist auch erst Stufe 4, ne? Dann leveln wir wohl ihre Schwarzmagie weiter, I guess. Was hatten wir eigentlich vorher noch? Ah, vorher hatten wir Tänzer, aber wir werden hier nicht Tänzer benutzen aus Gründen, die ihr gerade eben schon oft genug gesehen habt. Sollen wir sonst bei wem noch was ändern?
Barz hat keine Blaumagie gelernt. Das ist ein bisschen schade. Und dann benutzen wir mal hier eine gute Hütte. Weil ich glaube, ein Zelt hätte uns an der Stelle tatsächlich gar nicht mal voll geheilt. Und wir haben wieder Schwarzmagie. Das ist ja... das ist ja großartig. Also nutzen wir die auch mal. Wir gehen dann mal hier raus. Und hoffen, dass wir hier irgendwo Drachengras finden können. Und alleine auch aus rechtlichen Gründen. Das hier wird natürlich nach dem 1.4. aufgezeichnet, weil wir hier Gras besorgen, ne? Keine Sorge. Hier ist alles legal. Ja, und irgendwie konnte ich mir diesen Witz nicht verkneifen. Wir ignorieren, dass dieses Video weit vor dem ersten... Nein, nicht weit vor dem 1.4., aber vor dem 1.4. generell rauskommen wird. Wir ignorieren das einfach mal, ne? Ich musste gerade nochmal so das Datum checken, so. Warte. Den wievielten haben wir? Ja, kommt vor dem 1.4. raus, okay. Das war wirklich so ein Moment von Wait a Minute. Seht! Drachengras. What? Ah! Hilfe! What? Also das da ist, das Drachengras haben sie bestimmt vom Schwarzmarkt her. Was zum Geier war das? Seit wann greift Gras denn bitte schon Menschen an? Das ist kein Gras, das ist ein Monster, ein übler Dämon. Das muss der Grund sein, dass die Drachen ausgestorben sind. Nie kann man hier in Ruhe sein Gras genießen. Furchtbar. Anyway. Analyse. Was tut euch weh? Tut euch Feuer weh? Das sind vier Leben. Keine Schwachpunkte. Naja, dann benutzen wir mal ein bisschen Dünger, habe ich gehört. So schön Glyphosat auf die Gegner pumpen. Und ich habe schon bei Ahead in Time gesagt, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig mit irgendwie in meine Parscanning-Gesellschaftskritik einzubauen. Irgendwie, nee, klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Eventuell sollte ich einfach aufhören, es zu probieren und einfach akzeptieren, dass ich das einfach trotzdem mache. Ich meine, es gibt Schlimmeres, I guess. Was für ein Zustand hat der gute Barz? Altern. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin diesen Part sehr viel bescheuerter als sonst. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Wenn nicht, dann Pech gehabt, I guess. Aber das Gute ist, wir können das ganze Unkraut hier wegdüngen. Das ist doch schon mal was. Aber macht das Ding eigentlich groß überhaupt was, außer seine Minions zu spawnen? Ja, wirklich nicht viel, ne? Und vor allem dadurch, dass wir die immer direkt weghauen mit Bio, passiert da halt auch nicht viel. Also, die Sache ist, dafür müssen wir halt auch noch länger Bio haben. Und nicht wie ich, der das nach dem 10. Schuljahr abgewählt hat. Warte, was? Was wollen wir denn? Ja, keine Ahnung. Schützen wir mal Lena, I guess? Aber ich lasse sie tatsächlich gerade noch außen vor. Bis der nämlich seine wunderschönen Drachenhülsen da wieder spawnt. Genau. Um dann direkt mit Bio wieder drauf zu hauen. Dann ist, wenn man das konstant hinbekommt, dann ist der Fight hier nicht schwer. Vorausgesetzt, da kommt nicht gleich noch was, was actually sehr gut sein kann, je mehr ich darüber nachdenke.
Und die Sache ist, ich will halt auch nicht wissen, was passiert, wenn ich die Dinger nicht schnell genug wegbekomme. Ich habe das Gefühl, die können mich dann mit 10.000 Statusveränderungen belegen. Und wisst ihr was? So ganz Bock, das herauszufinden, habe ich irgendwie nicht. Kann man eventuell nachvollziehen? Kleines bisschen. Okay. Und noch eine letzte Bio-Stunde und dann ist es auch schon vorbei mit dem Semester. Sehr schön. Strachengras. Nicht. Kommt, wir nehmen etwas davon und verschwinden von hier. Yay, wir haben Drachengras. Es darf auch der Drache endlich mal kiffen. Juhu. Warte, es gibt doch diesen einen Zaun, mit dem man sich aus einem Verlies raus porten kann. Das dürfte Zeitmagie gewesen sein. Teleport, ja, okay. Dann, Bart, änder mal kurz deine Fähigkeit. Du müsst ja nicht den Beruf ändern, nur die Fähigkeit. Du Zeitmagie. Und dann teleportier uns hier mal raus, ne? Weil ich habe keinen Bock, hier runter zu gehen. Also das kommt jetzt mir gar nicht so in den Kram. Boah. Dann wechseln wir aber, glaube ich, wieder zurück auf und machen Lernen dazu. Wir wissen ja noch nicht, welche schöne Blaumagie wir bekommen können. Und sagen wir Gaia nicht unbedingt brauchen, müssen wir es ja nicht benutzen, ne? Hatten wir hier eigentlich noch was Interessantes, was man kaufen kann? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oder hatten wir hier alles soweit gekauft? Weil wir haben ja wirklich jetzt viel Gil bekommen. Ich meine, alleine aus zwei Truhen haben wir insgesamt schon so, ich glaube, 12.000 Gil bekommen. Also, ist ein bisschen was, ne? Die Kraftschärfe. Okay. Mit der Kraftschärfe wird Fares ja schneller als die Deutsche Bahn. Also nicht, dass das schwer wäre, aber trotzdem. Ein Kodashi. Und eine Giftroute. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber man kann es mitnehmen. Weil wie ihr merkt, ich will, oder wie ich auch schon erklärt habe, ich will ja jede Waffe mindestens einmal haben. Jede Waffe, jeden Ausrüstungsgegenstand. Ich denke nicht, dass das klappt, aber maybe? Übernachten wir hier mal schön. Das kostet ganze 60 Gil. Wenn man davon ausgeht, dass Gil in etwa so viel wert sind wie in Yen, dann sind das ungefähr 40 Cent. Das ist, denke ich mal, ein fairer Preis für eine Übernachtung. Okay, wir wollen auch basically die Welt retten, also. Ich wünschte, ich könnte an eurer Seite kämpfen. Du hast nichts Neues zu sagen. Schade. Ich hätte gedacht, vielleicht gäbe es da noch eine schöne kleine Dialogoption. Aber naja. Dann denke ich, war's das mit dem Part. Ich schaue mir dann gleich an, was passiert wäre, wenn ich den Golem gerettet hätte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Abo, Like, Kommentar, irgendwas in der Richtung da. Und ich wünsche euch noch, wann immer ihr das auch seht, einen wunderschönen Resttag. Bye!